und Schwestern hier in der Kirche und die, die mit uns über die Bildschirme verbunden sind. Es ist Freitag. Der Freitag lädt uns ein, auf das Leiden unseres Heilandes zu schauen. Und ich habe heute eine Votivmesse ausgesucht, die in unserem Proprium, also in den Eigenmessen der Passionisten, uns angeboten ist: Jesus wird ans Kreuz genagelt. Und ich lade Sie ein, da ein wenig zu verweilen. Wir haben eben gesungen: Lass mich deine Leiden singen, Dank und Mitleid darzubringen. Dir unschuldig Gottes Lamm. Und jede dieser Strophen in diesem Lied richtet eine Bitte an den Herrn. Präge, Herr, in unsere Herzen all dein Leid und deine Schmerzen. Lass uns deines Todes bei Trost in unserem Tode sein. Liebe Brüder und Schwestern, das mag ein wenig komisch anmuten. Aber in der Weisheit Gottes hat das seinen Platz nicht nur in der Erlösungsgeschichte des Menschen, sondern in jedem Menschenleben. Jeder von uns wird Zeiten durchleben, längere und kürzere, in denen er gleichsam in gewissen Situationen wie angenagelt ist. Er kann nicht davonlaufen. Das können Umstände in der Familie sein, das können streitende Nachbarn sein, das können lästige Arbeitskollegen sein. Einfach Gegebenheiten, denen man ausgesetzt ist, denen man einfach nicht davonlaufen kann. Und genau dafür ist dieses Geheimnis zu betrachten: Jesus wird ans Kreuz genagelt. Er, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, der Kranke heilt, Dämonen austreibt, Tote zum Leben erweckt, der alles kann. Er lässt sich annageln am Kreuz. Er wird dort für diejenigen beten, die ihn annageln, die ihn zu Tode bringen. Vater, verzeih ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und er nimmt das an als Wille des Vaters und legt seinen Geist ganz in den Willen des Vaters, auch dort, wo er die völlige Gottverlassenheit spürt. Liebe Brüder und Schwestern, das ist eine Schule für uns. Und ich habe es gestern schon gesagt an unserem Sühneabend: Wer nicht in diese Tiefen vordringt, der kann letztlich nicht Christ sein. Paulus beschwert sich und sagt: Sie sind Feinde des Kreuzes, ihr Gott ist dabei, ihr Bauch. Oftmals erleben wir es in der Seelsorge, dass uns Leute versuchen, zum Schiedsrichter zu machen in ihren Streitigkeiten. Da fällt dann immer das Wort Jesu ein, als jemand zu ihm kommt und sagt: Bitte, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit dir teilen, mit mir teilen. Und Jesus sagt: Was habe ich mit diesen Sachen zu tun? Liebe Brüder und Schwestern, die Freiheit zu lieben ist hinter der Bejahung und der Annahme des Kreuzes und des Angenageltseins. In diesen Situationen muss ich mich entscheiden. Gehe ich jetzt Richtung Rebellion, Auflehnung, Murren, Streiten, Rechthaberei? Will ich dieses Leben gewinnen? Und der Herr sagt klipp und klar: Wer dieses Leben gewinnen will, wird das eigentliche verlieren. Oder kann ich es zulassen, in mich bergen, in der Vorsehung Gottes, im Wissen um seine Allmacht? Und kann ich das als seine Einladung annehmen, ihm wirklich nachzufolgen? Dahinter, wenn dieses Ja kommt, das mir geschehe, und die Bitte an den Herrn um seine Kraft und um seinen Geist, dort beginnt die Freiheit des Christseins, des Liebens, der Hingabe, der Erlösung für andere und für mich selber. Der heilige Bruder Konrad hat gesagt, er braucht keine Bücher. Sein Buch ist das Kreuz. Im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Liebe Brüder und Schwestern, das ist eine
eine Wirklichkeit, das gehört zur DNA des Christseins. Darum sage ich euch am Beginn jetzt, bringt einmal all eure Rebellion, alle mangelnde Bereitschaft, wirklich sich auch annageln zu lassen in den Widrigkeiten und sie in einem ruhigen, sicheren, gelassenen Vertrauen dem Herrn zur Opfergabe zu machen. All das, was in deinem Leben ja nicht stattgefunden hat, leg's in dieses Schuldbekenntnis mit hinein. Wo immer du die Welt gewinnen wolltest, leg's in Schuldbekenntnis hinein. Und bitte um diese Freiheit, zu der der Herr uns befreit hat. Sei gewiss, denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Heil. Auch dieses Ausgespanntsein, auch das Angenageltsein in den widrigen Situationen, auch unser Sterben. Und dann wird die ganze Existenz in Gott geborgen. Weil ich weiß, dass es genug Leute gibt, die die Predigten nochmal anhören, von den Messen, die auf YouTube stehen, hier gleich die Anleitung oder der Rat, hört euch auch die Einleitung zur Messe an, denn sie gehört zu dem, was ich euch jetzt sagen werde. Zunächst einmal, wir haben ja begonnen mit dem Kreuz, mit diesem Lesen, Lernen aus der Weisheit Gottes, die Gott selbst, den Gottessohn, ans Kreuz gehen lässt zu unserer Erlösung. Wir haben oft die Vorstellung, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken. So irgendeine Vorstellung von einem schönen Jesus, der sich mir zuwendet und den liebe ich jetzt und da erwecke ich ein paar Gefühle. Leute, das ist Gefühlsduselei. Jesus lieben heißt, sich auf seine ganze Lebenswirklichkeit einzulassen, sie zu betrachten, anzuschauen, sie lieb zu gewinnen und dort die Orientierung zu suchen für meine eigene Existenz. Wisst ihr, das ist so ähnlich wie verliebt sein. Die Hormone kreisen, der Verstand geht auf Reisen, Schmetterlinge im Bauch. Ihr wisst alle, dass sich darauf keine Ehe aufbauen lässt und keine Familie ihre Heimat findet. Sondern die Liebe ist eine Entscheidung zur Hingabe letztlich, zur Hineingabe meiner Zeit, meiner Kraft, damit der andere alles hat. Und auch hier ist es so. Und das wird deutlich, indem hier die Pharisäer zu Jesus gehen und ihn auf die Probe stellen wollen, was ja an und für sich lächerlich ist. Wer ist Jesus und wer sind Sie? Wir tun das aber auch oft. Wir meinen, wir können Jesus sagen, was er zu tun hat. Und wenn er nicht das tut, was wir wollen, dann lassen wir es beten halt wieder. Er ist Gott, wir sind's Geschöpf, wir lernen von ihm. Wisst ihr, die Liebe reift zu etwas hin, dass wenn der Geliebte und die Geliebte betroffen wird und getroffen wird von Schmerz, vom Leid, dann tut mir das genauso weh wie dem Geliebten, oder? Wenn sich einer auf den Finger haut mit dem Hammer, dann tut der andere vielleicht auch so, weil es ihm weh tut. Wenn ich Jesus wirklich liebe, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all meinen Gedanken, dann lasse ich ihn doch am Freitag nicht allein am Kreuz hängen und sage, es geht mir nichts an. Unser Ordensgründer hat in der Leidensbetrachtung das stärkste Mittel gesehen, der Gottesverbindung. Er hat gesagt, es ist imstande, die verhärtetsten Herzen zu lösen. Ich mache euch Mut, nicht nur oberflächlich einen Kreuzweg zu betrachten, sondern als Liebender, als bei dir sein, als verstehen wollender, was Gott mir in seinem Leiden, Sterben und Auferstehen sagen will. Mir hilft oft die Frage,
Jesus, wie geht's denn dir mit mir? Darfst du mir nahe kommen? Teile ich dein Schicksal? Lass ich mich mitnehmen in das, was dich bewegt? Oder bleibe ich völlig narzisstisch bei mir? Denkt selber darüber nach. Den Herrn, seinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken, ist das wichtigste und das erste Gebot. Die Pharisäer hatten 248 Gebote und 365 Verbote. Und jetzt stellt sich die Frage, sind sie alle gleich wichtig? Die Ordnung der Geh- und Verbote, die kommt von der Liebe her. Ich erlebe das nicht selten, dass wir in Seelsorgefragen wirklich, dass man die Erwartung hat, wir sollen Schiedsrichter sein. In schwierigen Ehesituationen bis hinein in Dinge, die uns nichts angehen. Schiedsrichter sein in Erbstreitigkeiten oder anderen Familienstreitigkeiten. Und ich habe oft wirklich den Eindruck, es ist nur ein Wegrennen vom Kreuz. Es ist nur ein Welt gewinnen wollen. Es ist letztlich ein echter Mangel an Liebe, an Bereitschaft, Kreuz einfach zu bejahen, zuzulassen, im Wissen, dass der Herr mir doch die Kraft gibt dazu. Und sobald ich es bejahe, er sagt uns, nimm täglich dein Kreuz auf dich. Wer das nicht tut, der kann gar nicht mein Jünger sein, der kommt mir gar nicht nahe. Der arbeitet sich völlig ab an den Widrigkeiten des Lebens und den Zumutungen des Lebens, die wir in diesem Leben haben. Und die sind da. Jeder dort, wo er steht, oder? Und wenn der Herr uns so etwas sagt und dazu einlädt, dann ist es eine echte Frohbotschaft, weil er uns hinters Kreuz führen will. Hinter das Leid, nicht vordergründig abarbeiten in einer Habsucht, die das Grundübel ist des Menschen. Er will etwas in der Welt haben. Wer sich dort loslassen kann, und wenn wir heute das Messformular ausgewählt haben, vom Angenageltwerden Jesu am Kreuz, dann wünsche ich es euch so sehr, dass das wirklich für euch ein Schlüssel wird, ein Interpretationsschlüssel für deine Lebenswirklichkeit. Und dass es dir hilft, das zuzulassen, und ganz nah beim Gekreuzigten zu bleiben und ihm das anzubieten für die Erlösung der Welt heute. Ihn zu bitten, dass er mir seine Motivation gibt zu diesem Lebensverlust, damit alle das Leben haben. Dass er mir seinen Geist gibt, weil für einen Menschen ist das eine Überforderung, rein natürlich und menschlich gedacht. Aber er bietet uns den Heiligen Geist an und er führt uns dahin. Teresa von Avila hört ja in einer sehr schweren Situation das Wort Jesu, als sie ihm sagt, jetzt mühe ich mich so ab für dein Werk und du mutest mir so viel zu. Dann vernimmt sie das Wort, so gehe ich mit jenen um, die ich besonders liebe. Und der Volksmund legt ihr dann in den Mund, jetzt weiß ich, warum du so wenig Freunde hast. Aber liebe Brüder und Schwestern, es geht jetzt nicht mehr um eine falsche Unterwürfigkeitsgläubigkeit. Es geht um ein wirkliches Erkennen, dass durch das Kreuz die Erlösung geschieht. Und dass, wenn ich zu Christus gehöre, wenn ich Christus liebe, dann mogle ich mich da nicht vorbei. Natürlich kann es Situationen geben, wo ich sage, oh Herr, bitte nicht. Jesus am Ölberg genauso. Vater, wenn es irgendwie geht, dann lass doch den Kelch an mir vorbeigehen. Aber er ringt sich durch zum, nicht wie ich will, wie du willst. Mut zu haben, seinem wahren Glauben, dass Gott unendlich gut ist, dass er keine Fehler macht, auch dann nicht, wenn er zulässt, dass ich ans Kreuz angenagelt werde. Diesen Glauben gilt es wirklich zu bewahren, darum zu ringen, ihn zu erflehen,
in den Dunkelheiten meines Lebens. Und da möchte ich fast sagen, entscheidet euch. Den gebe ich nicht auf, egal was passiert. Herr, du bist unendlich gut. Du bist die Liebe, obwohl du mich wirklich in dieser Welt sterben lässt. Sterben du mir alle. Das ist jener Glaube, der den Tod überwindet. Das ist der Glaube, der den Heiligen Geist, die Liebe Gottes, gegenwärtig sein lässt. Mogelt euch nicht vorbei. Geht nicht in die Rebellion, nicht in die Auflehnung gegen das angenagelt werden und vielleicht über lange Zeit angenagelt sein. Wisst, dass es das Fruchtbarste in eurem Leben ist. Weil Jesus hat die Welt nicht erlöst mit gescheit reden, auch nicht mit seinen Wundern. Er hat uns erlöst und gerettet durch seine ganze Hingabe am Kreuz. Und wer ihn wirklich liebt, der lässt sich auf diese ganze seine Lebenswirklichkeit ein, versucht sie zu verstehen, mitzugehen. Erlaubt ihm immer mehr, dass er das in mir verwirklicht. Das erlöst die Welt. Und an dieses Geheimnis und an diese Kraftquelle kommt die Welt nicht heran. Sie ist unangreifbar. Dort verabschiedet sich der Teufel. Das ist der Ort der Sicherheit. Also es ist ein Privileg und eine Notwendigkeit in unserem Glaubensleben bis zur Kreuzesnachfolge zu reifen und sie in wirklicher Liebe und Hingabe zu leben. Dann trägt dich nicht mehr dein Eigenwille, dein menschliches Vermögen, dann trägt dich die Weisheit Gottes. Amen.